Willkommen zurück zu In Between, dem Puzzle-Plattformer hier mit interessanten Puzzles. Ich frage mich gerade, wie ich da reinkomme. Ich versuch's mal so. Ja. Und damit fährt jetzt diese Plattform. Und zwar unabhängig davon, ob ich auf dem Schalter stehe oder nicht. Ich frage mich allerdings gerade, ob das nicht ein Fehler war. Weil jetzt komme ich da ja nicht rüber. Deswegen versuche ich das Ganze nochmal neu. Ich habe da so eine Idee, wie das klappen könnte. Ich glaube, das hier ist unnötig, aber egal. Ich tue es trotzdem. Ups, Nein, so geht das nicht. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, dann habe ich den Fehler korrigiert, dann habe ich die Korrektur korrigiert und dann habe ich die Korrektur der Korrektur, glaube ich, korrigiert und dann war alles zu spät. Na, komm schon. Na, komm schon. Das hätte jetzt aber klappen können. Ah, du bist so langsam, Plattform, komm her. Sehr gut. So muss das sein. Einmal nach links, einmal nach... Was? Warum klappt das jetzt nicht mehr? Das hat doch vorhin wunderbar funktioniert. Beim ersten Mal direkt. Muss ich da vielleicht kurz warten, bis die Kugel wieder klein wird? So? Ja, genau. Nein! Verdammt! Das habe ich schon wieder Mist gebaut. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch oben warten. Bis... Ja, das könnte hier ruhig ein bisschen kleiner sein. Oder ein bisschen mehr Abstand haben. Aber komm, jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Ich muss hier rechts bleiben. Jetzt. Genau. So, und jetzt starte ich diese Plattform. Damit die sich an dieser Stelle genau treffen. Das ist so zumindest meine Idee, wie das funktionieren könnte. Und dann... verdammt. Ich Idiot! Ich kann auch die Gravitation umdrehen, wenn ich auf der zweiten Plattform stehe. Wie dumm von mir. Wie dumm von mir. Und los geht's. Einmal raus, bitte. Ich hoffe, das reicht so. Nicht, dass ich schon wieder irgendwas verpennt habe. Ist es? Und jetzt die Gravitation nach oben drehen, genau. Damit ich hier erstmal stehen bleibe. Und dann kann ich hier ganz gemütlich runter. Ich frage mich allerdings jetzt, wie ich da durchkomme. Wahrscheinlich so, ne? Genau. Ich würde wetten, dieser Schalter ist eine Falle. Ah, doch nicht. Okay, das Ganze ist zeitgesteuert. Problem ist jetzt, sobald ich hier runterkomme, kommt das Teil von oben und tötet mich. Das heißt, ich muss hier... Nein, so nicht. Was tue ich hier also? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe hier runter und dann gehe ich gleich wieder hoch. Genau. Und dann kann ich doch hier durchfallen. Sehr schön. Jetzt muss ich hier aufpassen. Ich habe den Checkpoint schon. Dass ich mich hier nicht aus Versehen irgendwie selber töte. Okay. Ich möchte diesen Block erstmal erzeugen. Dann möchte ich natürlich hier öffnen. Frage ist allerdings, wie schaffe ich das? Ich glaube so. Dann kann ich hier runter. Und dann muss ich eben hier ein bisschen Platz machen, ne? Moment. Dann kann
kann ich wieder hier runterfallen. Oh ja, das war ja einfach. Das war ja noch einfach. Weihnachten. Nein! Noch einmal. Verdammt! Nein! Das wollte ich doch hören. Ach Mist. Ah, schade. Ich wollte doch die ganzen Dinger mitnehmen. Nun gut. Wieder was gelernt. Nicht so schnell zum Ausgang gehen. Was? Moment, wie funktioniert das? Ich kann hier nach... Hä? Warte mal, was? Wie mache ich das? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Brauche ich denn die Kiste überhaupt? Ich kann ja einfach das hier machen, ne? Also, wofür ist die Kiste? Verstehe ich nicht ganz. Ach so, ja, natürlich, hier komme ich nicht weiter, oder? Ah, doch, hier komme ich sogar durch. Hä? Da komme ich doch sogar durch ohne Kiste, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Oder wo ist das Problem? Also so mal so unter uns. Ah, okay, das sah gerade nicht so knapp aus. Gut, aber dann brauche ich die Kiste ja natürlich nicht hier oben, sondern... irgendwo da unten, ne? Um mich da drauf zu stellen. So, machen wir das mal so. Geh mal dahin. Komm wieder zurück, verdammt. Aber interessant, dass das funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Kann ich eigentlich... Nee, so um die Ecke hüpfen kann man nicht, ne? Das war vielleicht auch nicht so klug. Aber sowas würde ich gerne machen unten. So, das ist schon mal gut. Verdammt. Nee, ich will die Kiste mitnehmen. Da bin ich mir sicher. So, komm mal hier hoch. Wie kriege ich jetzt die Kiste da hoch? So, vielleicht. Genau. Und dann kann ich jetzt mit der Kiste gemeinsam hier runterfallen. Geh mal hoch. Und dann fallen wir nach links, bitte. Wah! Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Jetzt habe ich bloß ein bisschen das Problem. Genau, so ist das auch schon besser. Mein Problem ist allerdings, wenn die Kiste den Zorn trifft, dann geht sie kaputt. Deswegen reicht mir das schon, um zu gewinnen. Ich glaube, nein. Ah, wobei. Ich probier's mal aus. Das könnte schon klappen. Ja, tut's nicht. Tut's nicht. Schade. Kommen Sie mal hoch. So machen wir das. Genau. Also ich würde die gerne auf diese vier einzelnen Stacheln, die da unten nach oben zeigen, draufpacken, diese Kiste. Aus Gründen. Einmal nach oben, bitte. Genau so. Die Frage ist nur, wie schaffe ich das? Ich lasse sie zuerst mal runterfallen. Das war kritisch. Gut, dann packe ich sie erstmal hier. Moment, hier einfach nach unten, ne? Genau. Super. Genau so will ich das. Denn jetzt kann ich mich da drauf stellen, wenn ich mich nicht täusche. So. Und könnte zum Beispiel nach links rübergehen. Das klappt sogar, ne? So wie das aussieht. Ich muss nur kurz abwarten. Bis das Ganze... Ach, verdammt! So knapp! Oh, ist das gemein! Ah, wie knapp! Das ist gemein!
Ups. Ah, ist das gemein. Das sollte ein Checkpoint sein. Also ernsthaft. Das ist ja... Das ist ja ganz gemein. Sowas finde ich problematisch, wenn man dann so eine schwierige Stelle hat und dann plötzlich dann nochmal was viel Schwereres kommt, bevor man zwischenspeichern darf. Ach, aber gut. Was beschwere ich mich da? Was? Wie habe ich das vorhin gemacht? Das hat doch vorhin funktioniert. Ups. So? Naja, so geht's auch. Soll mir recht sein. Nochmal hier durch. Dann. Ach ja. Die Steuerung ist nicht ganz so trivial. Wie habe ich das vorhin gemacht? Warte mal. Hä? Ach, aber ich weiß, wie das viel einfacher geht. Ich hab keine Ahnung, was ich da die ganze Zeit so unsinnig mache. Ich kann die Kiste hier einfach hochschieben und dann den hier machen, ne? So, bleib mal hier kurz liegen. Genau, und jetzt direkt runter. Sehr gut, siehst du? So funktioniert das. So, und von hier aus kann ich jetzt da direkt hin. Und ich frage mich, ob ich da unterhalb von dieser linken Kugel nicht sogar komplett stehen kann. Und ob ich vielleicht die Kiste nicht noch ein Stück weiter runterfallen lassen könnte, über die Ecke drüber. Weißt du, wie ich meine? Damit ich ganz unten auf den Stacheln stehe. Ich probiere das mal eben aus, ob das nicht sogar funktioniert. Ach, verdammt. Verdammte Axt. Nein. Oh Mann. So ist das. Ja, gut, die Kiste hat das Richtige gemacht. Nur leider bin ich dabei gestorben. So ist fein. So, kommt es rechtzeitig. Gar kein Problem. Gar kein Problem. So, einmal runter mit dir. Hui! Genau, sowas habe ich mir überlegt. Allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mir nicht das unten sogar komplett kaputt gemacht habe, indem ich mir den Weg versperrt habe nach unten. Das sah gerade so aus, ne? Muss ich mir nachher in der Aufnahme anschauen. So wird das also nichts. Da bin ich mir, glaube ich, relativ sicher. Ich müsste die Kiste schon noch ein kleines bisschen weiter nach links bringen. Ah, sag mal! Was macht denn die für einen Unsinn? So, genau. Reicht es noch? Nee, das reicht nicht mehr. Gut. Hier bin ich erstmal sicher, dann warte ich mal kurz ab. Also ich will jetzt nach unten, dann kurz nach links und dann wieder nach unten. Ah, war das zu weit? Das könnte sogar schon zu weit gewesen. Ja, das war, glaube ich, zu weit. Ach je, ich verstehe den Level, glaube ich, nicht ganz. Und das war Blödsinn. Ach ja. Ich glaube, liebe Freunde, ich werde hier mal noch ein bisschen rumprobieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich weiß, wie das hier funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.